Ja, an die Ölwanne wurden noch diese beiden Anschlussröhrchen befestigt. Damit ist diese eigentlich auch fertig. Und um zu testen, ob das ganze Ölsystem funktioniert, habe ich das einfach mal an so einen kleinen Öltank und so eine Spritpumpe angeschlossen. Und das Ergebnis seht ihr jetzt hier. So, ich denke, man kann relativ einfach sagen, das hat nicht so gut funktioniert. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, und zwar sind diese Metallabdeckungen, ZZ, einfach nicht dicht. Und da gibt es aber eine Alternative, und zwar diese Gummiabdichtungen, ich glaube 2RS heißen die. Und mit denen müsste es eigentlich funktionieren, muss man einfach mal ausprobieren.